Anwenderfreundlich, das ist ein gutes Stichwort. Anne Herberts ist bei uns, Bundesvorsitzende der Piratenpartei, aber auch eine ganz normale Dresdner Bürgerin. Und Sie haben erlebt, wie die Verwaltung einem das Feiern auch verderben kann, oder? Ja, genau. In Dresden ist es fast schon unmöglich, Stadtteilfeste zu organisieren, ja, auf ehrenamtlicher Basis. Dieses Jahr sind mehrere ausgefallen, weil sich einfach niemand den Hut aufsetzen wollte, das alleine zu organisieren. Und das liegt vor allem auch an den Anforderungen. Ich musste das mitbringen, weil das so viel ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man muss ein Sicherheitskonzept vorlegen, eine Gefährdungsanalyse, wo man darlegen muss, ob es zu bitterbedingten Szenarien kommen kann, zu Terroranschlägen oder Ähnlichen. Und man muss sich noch als Veranstalterin drum kümmern, ja, dass alle Verkehrszeichenpläne stimmen, dass man die Umleitungen selber mit herausfindet. Und ich glaube, das, was mich daran besonders stört, ist, dass ich eigentlich sehe, dass viele Sachen davon Aufgabe der Kommune sein sollten. Also ein Ordnungsamt, eine Polizei oder auch das Straßen- und Tiefbauamt sollten sich eigentlich um solche Angelegenheiten kümmern. Deshalb vielleicht auch der Zusatz zu dem vorherigen. Ich habe nicht nur das Gefühl, dass die Kapazitäten dann bei den BürgerInnen fehlen, sondern tatsächlich auch wahrscheinlich bei der Verwaltung, wenn man das Gefühl bekommt, sie wollen sich selber nicht mal darum kümmern. Frage ist nur, was man damit macht. Mhm. Am Ende. Was wäre Ihr Wunsch, was wäre Ihre Vorstellung? Ich glaube, es muss auch einen Schilderbeauftragten, muss man in dem Verein dann auch. Ja, so ein Schilderbeauftragten. Nicht Bürgerbeauftragten, sondern Schilderbeauftragten. Nein, tatsächlich schon. Aber was wünschen Sie sich? Also wenn, das ist ja offenbar eine Entwicklung, die, Sie sagten es, dazu führt, dass keiner mehr diese Feste organisieren mag. Genau, ich denke, die Stadt müsste sich wirklich wieder den Hut aufsetzen. Wir reden ja jetzt auch nicht vergleichsweise von Seif-Hennersdorf, sondern wirklich von der Landeshauptstadt, die das anscheinend in ihren eigenen Behörden nicht selber geregelt bekommt, sich um sowas zu kümmern. Man braucht ganz klar die bürokratische Entlastung. Es ist ehrenamtlich einfach nicht stemmbar, dass das kommerzielle Anbieter vielleicht schaffen können. Okay, aber so schöne Straßenfeste, wo man mit Familien aus der Nachbarschaft zusammen was machen kann, ist nicht möglich, wenn die Behörden nicht mitziehen. Nun,